Ja, gut, dass man der Raft kann ich verstehen. Mal sehen, wie lange ich noch durchhalte in der Raft. Im Moment geht's wieder einigermaßen, auch wenn die Mods ein bisschen rumspinnen, aber es geht. Aber ich muss sagen, meine Geduld ist auch so langsam gegen Ende berafft. So, dann gucken wir mal. Die Zoe Mifig und die Whitney Milk. Oder Whitney, ne? Whitney, ja, Milk. Ich habe eine besondere Person in meinem Leben, aber nichts Besonderes, dass wir zusammen unternehmen können. Jetzt verstehe ich, wie all die Dichter sich fühlten. Eine Liebestrompete, ja, die wollte Martin auch schon. Kann die Liebestrompete aber leider nicht freischalten. Tut mir leid. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Ja eben, wir kommen auf die Idee, im Campus auf den Klo zu gehen. Das kostet Geld, Leute. $5 pro Schiss. Denke euch. Aber wie gesagt, das kriegen wir hier hin. Also das wird definitiv 3 Sterne. 10 Vorlesungen kriegen wir locker hin. Und wir müssen gerade mal 10 Leute mit Abschluss haben. Wir haben 69 Studenten. Gut, der dritte Jahrgang, der gerade Richtung Abschluss geht, sind gerade mal 10 Leute. Campusstufe 10, wunderbar. Aber allerdings... Ah, Robby Feld will einen Entenbusch. Auch den könnten wir freischalten. Gut, da schalten wir den Entenbusch frei. Allerdings denke ich mal, dass die auch alle den Abschluss schaffen. Die haben ja, ich guck gleich mal, alle 1er-Noten. Warte mal. Wir nehmen mal einmal hier und einmal dort. Erinnerung. Warte mal kurz Pause. Ich bin nicht eure Mutter. Na, das haben wir doch auch nie behauptet. Das haben wir nie behauptet, ja? So, guck mal, die machen wir hier so schräg hin. Den Busch machen wir auch mal hier rüber. Sehr schön. Ja, ich drücke einfach nur Pause, weil denn kommen nicht so viele Meldungen, die dazwischen funken. So, jetzt geht's ja schon weiter. Sehr schön. Vor allem diese riesen Glühbirne hier. Glühbirnenstatue. Okay. So passen noch die 2 Enden. Von welchem Spiel redet ihr, wenn ich fragen darf? Martin und Mutti wieder. Was sollen denn 2 verliebte Menschen in Rosengarten? Ja, tut mir leid, ich habe die 215. Übermensch. Audrey Turbo. Akatisch für 2 Spieler. Auch den kann ich nicht freischalten. Leider. Desto länger hast du gelernt. Obwohl ich Akatisch umgehen werde. Oh yeah, er begutachtet die Entenbüsche und ist gleich glücklich. Siehste mal. Oh, wir haben schon 9 von 10 Vorlesungen mit Note 1 bestanden. Also, ah. Warum sinkt die Zufriedenheit? Wähle einen Student oder eine Studentin oder ein Mitglied des Personals und sieh dir die Bedürfnisse an, um zu sehen, was sich auf die Stimmung... Boah, da muss ich mal gucken. Diamant gehört einer Aufgabe abgeschlossen, Arbeit im Labor, Note A. So, die Bedürfnisse. Sind das die Bedürfnisse? Ist die Stimmung? Oha. Energie, schlafen, Essen, hier ist überall Essen, Klosen auch überall. Unterhaltung ist auch jede Menge. Gesundheit geht dir gut, Essen, Trinken, ist doch alles gut, Mensch. Wieso haben die denn hier so viele Probleme? Die Schlange steht am Hotdog-Stand. Nee. Du monatliche Gewinn ist auf jeden Fall gut. Sehr, sehr schön. Rechte offene Tür, 2 Bewerber. Wunderbar. Warum die Stimmung so runtergeht, ist mir auch alles ein Rätsel. Die haben alles, ne? Die haben Hygiene, die haben Getränkeautomaten, die haben Essensautomaten, die können sitzen. Das Einzige, was man vielleicht nochmal ein bisschen machen könnte, hier ist sowas, vielleicht noch ein paar Pflanzen ausstellen. So, wenn es so passt, ne? Ich glaube nämlich nicht. Naja, passt nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Ah, jetzt ist die Stimmung wieder auf 70%. Sehr schön. Hier passt vielleicht auch noch eine Pflanze hin. Das kann doch nicht schaden, ne? Hier können wir noch eine nebenstellen. Sehr schön. Team. Ah, Google mal. Alle fleißig am Lehnen hier. Oh, was ist mit ihm denn? Der torkelt hier rum wie nichts Gutes. Oh, der hat Hunger. So eine Energie ist am Ende. Ich hätte schwören können, er muss aufs Klo. Zimmer Prestige, ja gut. Campusleben. Persönliche Ziele 25%. Beziehung 30%. Ja, gut. Harte Arbeit zahlt sich aus.
manchmal aber auch nicht. Dann sollen sie sich mal ein bisschen anstrengen. Kriegen wir schon hin? Spielmöglichkeiten im Flurgang, das ist doch kein Kindergarten. Aber ich habe das Problem hier, ich habe nur noch 20 Kudosh. Ich kann wirklich aktuell nichts mehr freischalten oder hinstellen oder so. Jetzt haben wir hier gleich erstmal die nächste Vorlesung, und zwar im Januar. Und zwar eine ganze Menge. Wissenschaftslabor 1, Vorlesungssaal 1, Vorlesungssaal 3, VR-Labor 2, Vorlesungssaal 4 und Wissenschaftslabor 2. Ohne Rauch keine Wissenschaft. Stolpern und Fallen. Sicherheitsmaßnahmen der virtuellen Welt. Alles klar. Hier, Junge, wir haben Toiletten. Denn geh da hin, Mensch. Gut, die Toiletten sind etwas dreckig. Ja, zumindest die Dusche, aber dafür kann ich nichts. Meine Hausmäuser sind echt die schnellsten. Guck, da kommen wir schon. Sehr schön. Erinnerung an alle Studierenden. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Monatlicher Gewinn 27.169. Oh, ihr sprudelt aber das Geld. Wunderbar. Ich hab nicht genug gut durch. Ich würde das ja gerne alles freischalten. Geht aber aktuell nicht. Ah, guck mal, wenigstens einer, der glücklich ist. War gerade frisch im Bett, ne? Google mal. Wer ist das denn? Warte mal. Das ist der Aubergy Smoky. Den nennen wir ihn jetzt einfach mal Berbin, den Posteinschuhen. Wunderbar. Und er ist im Jahrgang 1, okay. Boah, hat aber schon Stufe 5 erreicht, du. Sehr erfolgreich, der Mann. Fleißig und scheu. Smoothie Boost, glücklich, erfolgreich und muss Askpüttchen. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr. Weil der nicht guckt erstmal nach oben. Genauso ist es. Was nicht im Lebenslauf steht, ist nie passiert, egal was andere sagen. So einfach ist das im Leben. So einfach. So, auf jeden Fall laufen die Vorlesungen. Jo, hier läuft gerade eine. Ihr macht allen A. Sonst gibt's hier Ärger. Der auf jeden Fall. Er hat sogar schon A+. Der auf jeden Fall. Fleißig und scheu, das ist was. Das ist jetzt gut getroffen. Gut getroffen. Janita Bobbing, geht duschen. Vor allem diese Pixel hier, ne? Beim Boss vorüber hält sie die Pixel weg. Alles klar. Auch nicht schlecht. Ja, oh ja, der muss aber dringend. Oh, der muss aber ganz dringend. Ja, ja. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. Eine Murmelpendel will er haben. Ein Murmelpendel. Hierfür. Können wir das Murmelpendel überhaupt bauen? Warte mal. Zimmerobjekte hinzufügen. Murmelpendel. Der ist ein Murmelpendel. Durster. 30 Kudosch. Ich habe 20. Nein, wir können es nicht bauen. Ah, und er braucht das, ne? Um bessere Noten zu kriegen, ne? Oh, er geht leider nicht. Jo, Murmelpendel. Hier, ja, das eben. Ja, ich muss ich leider ablehnen. Geht nicht anders. Gehild! Karriereziel erreicht, endlich! Martin hat eine Vorlesung abgeschlossen. Sehr schön, das haben wir. Dann müssen ja nur noch 10 Leute den Abschluss machen. Und ich glaube, das lässt sich hinkriegen. Mutti hat auch Note A. Sehr schön. Häufige Fragen. Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Ach, ist ja bald die nächste Vorlesung. Das klappt schon. Spontane Party, ich sehe die Besten. Ja, das ist Team. Das stimmt wohl. Partys, wo man nicht mit rechnet, das sind meistens auch die erfolgreichsten. Ist schon mal aufgefallen, dass alle hier die gleichen Autos fahren? Zack, die gleiche Marke. Das alles hat Trabi 2.0. Ah, es gab mal wieder 5 Kudosch. Herausforderung Gummerkasten. Sehr schön. Blip, blip. Unkrautbefall, gehen wir schon. Oh, können wir leider nicht freischalten, das Murmelpendel. Ich würde es gerne, aber mir fehlen immer noch 5 Punkte. Wie die rennen? Warum so eilig? Wegen Unkraut?
Die haben alle Angst vor Unkraut. Oh, da kommt der Unkrautbefall. Okay. Oh, Regen wäre jetzt schön, ne? So heiß, wie das die letzten Tage ist. Würde ich so gerne mal richtig schöne Regenschauer. Heute sollten wir Regen kriegen. Ich habe mich so gefreut. Und was kommt? 5 Minuten Nieselregen, das war's. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. Ja, ja, das sind die richtigen, ne? Das sind die richtigen. Gut, er füllt richtig die Automaten auf. Sehr schön. Ist zu allen oder A? Ich glaube, das wird was. Ich kann noch mal gucken. Aber... Gucken wir mal bei Jahrgang 3. Das sind ja die, die bald Abschluss machen. Bis auf einer. Der hat 3. Die Piper McGuffin. Aber ansonsten... Ich glaube, das kriegen wir hin. Das läuft. Oha, die zufrieden heute. Das ist nicht gut. Hoffentlich steucht sie wieder. Ich weiß aber nicht, wie ich die noch hochkriegen soll. Kann ich vielleicht irgendwie so ein bisschen Deko noch mal dran klatschen oder so? Nicht wirklich, ne? Dann Schnösebild dran. Virtuelle Normalität. Karriereziel erreicht. Sehr schön. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Na gut, dadurch steigt es ein bisschen. Dann machen wir auch noch so ein Schnöselbild dran. Ist das hier halt die Schnöselakademie? Ja, ne, und das? Ein bisschen bringt das. Mir ist aber schon mal aufgefallen, immer wenn sie gerade Vorlesungen haben, geht das ein bisschen runter, dann sind sie immer so ein bisschen angepisst. Wahrscheinlich, weil sie arbeiten müssen. Wir haben keine 250 Kutor. Tut mir leid. So, Moody ist fleißig dabei. Moody hat Note A. Hier hat jemand Note B. Na guck, jetzt geht's mir wieder ein bisschen hoch. Jetzt haben sie wieder Freizeit. Team. Und wir haben sogar tatsächlich Campusstufe 14 mittlerweile. Hamburg ist heute teilweise abgesoffen. Okay, das ist ein bisschen viel Regen. Das stimmt. Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass Hamburg so schlimm war. Büffeln gehen hat nichts mit Tierquälerei zu tun. Warum kriegt Lübeck denn nichts ab? Lübeck und Hamburg sind ja nur nicht gerade weit auseinander. Die könnte man schon fast als Schwesterstädte bezeichnen. Nur, dass Lübeck vielleicht dezent kleiner ist. Aber das sollte man ja nun nicht so ernst nehmen, ne? Guck mal, Stiefurkel ist auch glücklich. Yo. Oha. Oha. Der Mondnamen aber drängt auf Klodo. Der Hydrogen-Wanderfalk. Spürt etwas Druck. Ja, dann geh aber, Dalli. Oh Mann. Immer auf den letzten Drücker, die Jungs, ne? Ah, Flashlight-Feeling. Ganz schlimm mit den Jungs hier, du. Ah, jetzt hat er es ja geschafft. Wir haben nochmal 32.000 verdient. Das kann ich... Oh, könnte ich schon. Neon-Gitarre. Na komm, um die Leute ein bisschen glücklicher zu machen. Wo klatschen wir denn die Neon hier übers Bett, ne? Ja, machen wir über einen rein. Sehr schön. Ja, das können wir auch hier hinten mit reinmachen. Wo war das? Wir haben hier genau. Noch ein paar extra Räumchen. Hier haben wir die schon dran. Dann machen wir sie hier ran. Was nicht? Ah, wir sind zumindest wieder bei 69. Gut, da passt das nicht, weil wegen dem anderen Ding. Den eben nicht. Alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. Genau so. Karriereziel erreicht, Bibliothek. So, wir hatten noch irgendwann Aufmalsraum, ne? Hier, komm hier, hinran. Die haben gleich wieder ihre nächste Vorlesung. Hab ich mal gespannt, ob die 10 den Abschluss kriegen. Ich hoffe es. Das müssen wir echt noch mal ein ganzes Jahr durchziehen. Um den letzten zu kriegen. 80 bis 100 Kilometer ist nicht viel. Lübeck Vorort von Hamburg. Du kannst es bestenfalls. Wie heißt die Ecke da über Hamburg, dieses kleine Kuhdorf? War das wie Arzburg oder so? Ich glaube ja. Das kann man als Vorort von Hamburg bezeichnen. Ah,
ich hab's auch als Spaß aufgefasst. Nein, keine Sorge. Es gibt keine Verlängerungen. Ich nehme mal dieses Unkrautbefehl hier. Ich hab's auch als Spaß aufgefasst. Ich bin eh kein gebürtiger Lübiger. Bin hier auch nur zugezogen. Also, mir persönlich stört es überhaupt nicht, wenn irgendjemand Lübeck schlecht redet. Warum auch? So toll ist Lübeck nur auch nicht. Simon Prestige ist gerade mal 2. Es ist kein Wunder, dass sie sich alle unwohl fühlen. Oh, mal was unternehmen hier. So geht er nicht, du. Hier haben wir mal ein Schlüsselbild dahin. So, wir sind zumindest auf 3. Gut, das passt jetzt zwar nicht wirklich, aber kann man hinhängen. Das ist sehr schön. Hängen wir da nochmal noch so ein Bild dran. Dass wir es zumindest auf 4 kriegen. So ein Bild nochmal. Sich ein bisschen wohler fühlen. Haben wir überhaupt einen Mülleimer? Nee, ne? Habe ich überhaupt was reingebaut? Hier ist ja nicht mal eine Pflanze, sehe ich. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. So, die kann man ja hier nochmal hinstellen und ah, hier, ja, hier passt auch. Sehr schön. Dann müssen wir zumindest auf 4. Stufe 15, wunderbar. 3 Bewerber für Forschologie, was will man mehr? So, Studiengang läuft. Allerdings bin ich mit dem Notendurchschnitt von B+ nicht einverstanden. Das ist eindeutig zu schlecht. Ich mag die Mucke von dem Spiel. Die hat was. Wo sind meine Assistenten schon wieder alle? Hier wissen sie nicht. Und hier liegt Müll. Wir haben überall einen Mülleimer und hier liegt Müll. So, der Not. Jede Menge Müll. Was macht mein Hausmeister? Hier rumstolzieren. Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole, eine Testdurchsage. Gerade so, was machst du denn da? Auf jeden Fall Geld, jede Menge, oder? Ja, 34.000, das lasse ich mir gefallen. Wir haben bald wieder unser alten Verdienst wieder. Bibliothek benötigt auch einen Assistent. Ja, im SRAT, der ist flüchten gegangen. Ah, da kommt schon der nächste. Danke, Gummel schon. Gott sei Dank. So, Inspektion läuft auch. Studenten machen den Abschluss am Ende des Jahres. Eine Vorlesung kommt noch. Und den haben wir dann hier auch rum. Dann passt das durch. Sehr schön. Das sind die, die sich bewerben wollen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr hier so ganz zupasst. Das sind hier alles ganz verrückte Leute, du. Ich bin hier nicht ganz sicher, du. Lübeck hat knapp, ich glaube knapp 220.000 Einwohner. Ich weiß nicht, ob man das als Kleinstadt bezeichnen kann. Im Vergleich zu Hamburg, Berlin oder München bestimmt, ja. Nee, gut, das habe ich nicht genug, Mensch. Unbeaufsichtigte Sandwiches werden gegessen von mir. Aber wenn man mal bedenkt, ich komme ursprünglich von der Ostseeinsel Fehmarn, die hat gerade mal knapp 16.000 Einwohner. Da ging es Lübeck groß. Knapp 80.000 Touristen im Jahr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist der Grund, warum ich von Fehmarn weg bin. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Alles voll im Sommer. Das hält's nicht aus. Stammbaum. Na gut, den können wir freischalten. Warum nicht? Müssen die Leute schließlich irgendwie glücklich halten? Hier, hauen wir hier mit drin. Das ist sehr schön. Die Sachen, die wir freischalten, bleiben ja auch freigeschaltet. Die können wir in anderen Leveln immer wieder benutzen. Geht nicht. Okay, aber hier, ne? Jo. Übrigens, Hauptsache, die werden etwas glücklicher. So, die letzte Vorlesung läuft. Mal sehen, ob wir Stufe 3 erreichen. Solange die Zufriedenheit nicht weiter runtergeht. Einen Schluck Wasser. Danke. Wir haben auf jeden Fall fast wieder das, womit wir angefangen sind. Und das ist schon gut. Ne, das ist schon sehr, sehr gut. Geht die beiden Amors. Doch so viele Händchen. Siehst du? Das täuscht, das täuscht. Allerdings sind die Straßen hier in Lübeck eine Katastrophe. Wer auch immer hier vor der Ewigkeit mal die Straßen geplant hat, der gehört eingesperrt. Also, die Straßen sind hier echt eine Katastrophe. In die Innenstadt sollte man definitiv nicht mehr im Auto fahren, es sei denn, du willst mit Bäumen wieder nach Hause fahren. Das ist hier echt eine Katastrophe. Sehr schön, 2 Bewerber für Forschologie. Wunderbar, was läuft denn eigentlich gerade?
Von Nägeln und Pflaumen, der Lackmustest. Was nicht echt ist, kann dich wehtun. Stolpern und Fallen, Sicherheitsmaßnahmen der virtuellen Welt. Das Rad neu erfinden ist der Klassiker, ein Auslaufmodell. Antisozialwissenschaften. Was ist das, was knallt und stinkt? Okay. Ja, die machen hier Spießchen, ne? Das Studienjahr nähert sich dem Ende. Jo, Vorlesung ist zu Ende. So, dann bin ich morgen gespannt. Wir haben nicht mindestens die 10 Leute in den Abschluss geschafft. Das werden wir gleich sehen. Semester sind vorbei. Jetzt gibt's gleich Zeugnisse. Okay. Ah ja. Das erste Level hatte ich ja schon mal, aber allerdings hat es da nicht geklappt. Da habe ich die 3 Sterne nicht hingekriegt, weil irgendwas war da falsch. Ah, da kann ich mir immer noch nicht leisten, mein Freund. Das geht leider nicht. Oh, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Das Studienjahr ist eh rum. Oh, die freuen sich jetzt zumindest alle über die ganzen Hotdog-Stände und das. Das ist doch schon mal was. Die Zufriedenheit ist auch gut. Sag, geh doch auf den Bord, Mensch. Wibbelt hier hin und her. Wir haben einen Klo-Mann. Gut, ist ein bisschen voll das Klo, aber wir haben ein Klo. Ne, er rennt voller Blase. Nein, wir werden keine Freunde. Er rennt mit voller Blase, lieber in die Bibliothek. Alles klar, wir haben die 3 Sterne. Trotzdem ein ziemlich respektabler Erfolg. Wären wir hier nicht in Two Point County, dann würden wir den Umstand, dass jemand seinen Job mit so viel Schwung in den Laden macht, vermutlich nicht so überschwänglich feiern. Aber wir sind nun mal, wo wir sind. Er ist begeistert. Wir haben die Glühbirnenstatue freigeschaltet. Kriegen 30.000 und 200 Kuh durch. Alles klar. Jetzt können wir zur Karte zurück. Mehr können wir hier nicht machen. Speichern bitte. Danke. Nabin, Foxy. So, die Piazza Landrandra ist jetzt verfügbar. Jo, das wissen wir. So, aber bevor ich jetzt, das war das erste Level, ne? Ja, das haben wir ja mit Profil geschafft. Das nächste wäre dann das. Sind jetzt hier noch was? Da noch was? Okay. Aber ich will mal ganz kurz Besten listen. Und konnte hier irgendwo mal, wenn ich gerade nicht sehe, wo. Das ist es nicht. Hier, ne? Genau, Karriereziele. Kudosch abholen. Die holen wir uns jetzt mal alle. Umso leichter haben wir es im nächsten Level. Sehr schön. Gibt 200 Kudosch aus. Haben wir doch erledigt. Sehr schön. Gut, ist jetzt nicht so viel, aber ein Biesli, ne? Jo. Mehr ist sie nicht. Aber immerhin haben wir jetzt 515 Kudosch. Dann fangen wir auch gleich an mit dem zweiten Level, ne? Kredenze, preisgekrönte Speisen und hilft Kulinarik-Studierenden die Gefahr der gehobenen Küche zu verdauen. Startkapital 250.000. Naja, wenigstens haben wir genug gut durch, ne? Mit Graf Dracula persönlich. Naja, er muss sich auskennen, er ist ein Feinschmecker, ne? Ähnlich wie Tupon Hospital, ähnlich. Also das Bausystem ist das gleiche, einzelne Räume bauen mit verschiedenen abgedrehten Maschinenangestellten. Aber ansonsten, man verdient hier quasi kein Geld durch Krankheiten, ist ja logisch, sondern man kassiert quasi Studiengebühren. Und die Studiengebühren, wie viele du kriegst, hängen davon ab, wie gut die Noten der Studenten sind. Und die kriegst du nur hoch, indem sie halt nicht nur ihre Vorlesungen so machen können, sondern wenn sie sich auch wohlfühlen, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind und so. Aber es hat große Ähnlichkeit, ja. Ist aber auch viel Humor mit drin. Wie in Hospital auch. So, wir fangen in... Was ist denn das? Ein kleines Loch. Willkommen in der Piazza Landra, wo es nicht nur malerische Plätze, sondern auch vorzügliche Plätzchen gibt. Die Studierenden wollen sich in dieser für ihre Kochwettbewerbe bekannten Stadt beweisen. Doch beim Leben am Herd wird man häufig erst in viel Schweiß gebadet, ehe man dessen Früchte ernten kann. Werden sie unter dem Licht der Scheinwerfer eingehen oder entstehen im Druckkochtopf Diamanten? Studiengang Infos, Gastronomie, Studentenaufnahme 10. Ja gut, ist ja immer am Anfang. Denk dran, zitieren statt plagiieren. DJ Sous-Chef, hallöchen, ich bin DJ Sous-Chef und du findest meine Restaurantbar meine Restaurantbar Rockin' Knollen? Direkt hier am Platz Alandra.
Ich bin hier, um deine Studierherrschaft zu einem ergötzlichen Eintopf des Lernens zu verquälen. Willkommen in der Welt der Kulinarik. Das wird einfach köstlich. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine herzhafte Küche, einen Vorlesungssaal und einen Gastronomie-Dozenten. Ah, ja, gut, ja, dann fangen wir mal an, ne? Erstmal eine herzhafte Küche. Zack, du ist die, muss die groß, klein, wahrscheinlich groß, ne?